Mita Lattalo musste da aufpassen. War letzter Mann. Und hier trifft allerdings der EV-Zug zum 1:0. Und das nach etwas mehr als 5 Minuten. Jan Kovács mit seiner Premiere. Ludovic Weber ein erstes Mal bezwungen. Und Kovács seinen zweiten Scorerpunkt. Der passt ganz genau. Wieder Diaz, Hoffmann. Kovács will die Scheibe, bekommt sie und trifft. 2:0. Doppelschlag von Jan Kovács. Zuerst in der einfachen Überzahl, jetzt in der doppelten Überzahl in der 12. Minute. Keine Chance mehr für Ludovic Weber. Mit 2 Feldspielern weniger auf dem Eis. Das war angesagt. Erster Versuch. Pettersson. Wieder Fredrik Pettersson und das ist das 1:2. Auch die Zürcher haben jetzt ihr Tor in doppelter Überzahl. 33. Spielminute. Also, Glück der Anschlusstreffer. Senteler und Tor! Das 3:1 für den EV-Zug. Sven Senteler trifft hier. Minute Nummer 37. Und wieder ein Powerplay-Tor also. Auch heute können dem EV-Zug bisher Tore bei 5 gegen 5 egal sein, wenn man eben solche Treffer erzielt. Sven Senteler, Penalty. Hollenstein hier, der zu Beginn des Spiels 2 Strafen fasste und das brachte sein Team dann eben auch in Rückstand. Jetzt hat er die Chance und er trifft, verkürzt zum 2:3. Vier Tore im Powerplay und dann noch ein Penalty. Leonardo Genoni muss sich ein zweites Mal geschlagen geben und steht jetzt mit seinem Sieg. Und der Abschluss und das ist der Ausgleich. Chris Baldisberger 3:3. Der Optimalfall trifft also ein auf Seiten der Zürcher. 4. Saisontreffer bereits. Zwei Minuten jetzt dann eben erst gespielt. 2 Tore der Zürcher zu Beginn dieses 3. Drittels. Und also, Zürcher haben diesen Doppelschlag weggesteckt und kommen hier zum Tor. Yannick Zehnder, 4:3. Ein Geschoss hier in der 49. Spielminute. Yannick Zehnder also, und ist das tatsächlich das erste Tor bei 5 gegen 5 in diesem Spiel. Da kommt Zehnder.
und nicht nur Lautaro. Abgelenkt die Scheibe und wieder ein Tor. 5:3. Und plötzlich haben die Zuger ihren 2-Tore-Vorsprung dann doch wieder hergestellt. Jerome Bachhoffner, der ehemalige Zürcher Stürmer. 22. Lautaro zuerst mit dem Abschluss und Bachhoffner kann ihn erben. 52. Garrett Rowe. Und dann Albrecht mit dem Schlusspunkt, der dann wohl noch zählt. Dieser Treffer 6:3, Yannick Lennart Albrecht. Schiedsrichter beraten sich noch, ob dieses Tor noch rechtzeitig gefallen ist hier im Hallenstadion.